Herzlich willkommen, der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Können Sie es uns erklären? Die Inzidenz soll nicht mehr alleine entscheiden, hieß es. Aber es gab keine Einigung auf das, was kommt. Jetzt kommen die Länder Baden-Württemberg, die sagen, ab Montag ist die Inzidenz im Prinzip irrelevant für die, die geimpft sind. Niedersachsen will auch einen neuen Stufenplan eben verkünden, der ausgearbeitet wird, weil auch da die Inzidenz nicht mehr. Was ist mit der Inzidenz? Ist das noch ein Wert, auf den wir gucken sollen oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also die Inzidenz ist nach wie vor der wichtigste Wert, weil ich an der Inzidenz ablesen kann, wie viele Menschen in Kürze krank sein werden. Immer noch, obwohl wir geimpft sind. Genau. Immerhin die Hälfte also der Deutschen ist zweifach geimpft. Genau, ich glaube, also was eben vom Panel also vorgetragen wurde, ist in einem Punkt absolut richtig. Wir müssen erklären, was ist die neue Lage? Was hat sich eigentlich geändert? Weil es war ja immer die Rede davon, wenn wir meinetwegen 70, 80% geimpft haben, dann haben wir Herdenimmunität. Genau. Und dann können wir die also Maßnahmen zurückfahren, können die Masken fallen lassen. Ja. Wir brauchen nicht mehr zu testen. Das war ja immer das, was wir angekündigt hatten. Und jetzt ist das nicht gekommen. So. Das liegt aber nicht an einer Verschätzung der Situation von damals, sondern es liegt einfach an der Delta-Variante. Die Delta-Variante ist so ansteckend, dass wir realistischerweise gar keine Herdenimmunität jemals noch erreichen können. Also die Wissenschaftler gehen jetzt davon aus, und also ich habe es selbst auch versucht, mathematisch also nachzuvollziehen, das also ist leider so, dass wir mit der Stärke der Impfstoffe, die wir haben, also BioNTech und Moderna, unsere besten Impfstoffe, nicht die Qualität der Impfstoffe haben, die ausreicht, um bei dem hohen R-Wert es zu erreichen, dass wir jemals Herdenimmunität haben. Und was heißt das? Also ich meine, machen wir es doch mal an der Leverkusen, habe ich heute mir angeguckt. Ja, genau. Inzidenz, das ist Ihr Wahlkreis. Inzidenz heute 56. Sehr hoch, ja. Eine Steigerung von 130% gegenüber den zwei Wochen zuvor. Genau. Und gleichzeitig eben haben wir aber gelernt, ab 50 wird es kritisch. Was heißt denn das jetzt für Leverkusen? Ja, für Leverkusen sind das natürlich schlechte Nachrichten. Weil man muss ja mitdenken, also diese Inzidenz von etwas mehr als 50, 57, die bezieht sich ja nur auf diejenigen, also die 45%, die noch nicht geimpft sind. Das heißt, wenn ich jetzt denke, wie hoch ist deren Inzidenz eigentlich, dann ist die mehr als doppelt so hoch. Die liegt dann schon bei 110. Jetzt wird das weiter steigen. Dann kommen wir in sehr hohe Inzidenzen. Und also eben wurde darüber gesprochen, der Boris Johnson, der hat es ja gezeigt, es geht doch, wenn wir die hohen Inzidenzen... Machen wir gleich Boris Johnson, bleiben wir mal ganz kurz bei Leverkusen. Aber jetzt trotzdem, Sie sind ja doppelt geimpft. Sie wohnen in Leverkusen. Genau. Wie hoch ist denn Ihr Risiko, sich anzustecken mit der Delta-Variante, wenn die so anstecken? Also ich bin kreuzgeimpft mit so AstraZeneca und BioNTech. Das ist ungefähr so gut wie doppelte BioNTech-Impfung. Und der Impfschutz geht über die Strecke etwas zurück. Ich glaube, so in 2 oder 3 Monaten hätte ich noch einen Impfschutz von ungefähr also 85% gegen die Infektion. Das heißt, Sie können sich jetzt auch schon anstecken? Weil wir hören immer von diesen Impfdurchbrüchen. Es gibt natürlich diese Fälle von ganzen Städten. Genau, also, tatsächlich im Ausland ist das. Die Delta-Variante also, ist so aggressiv, wenn man sich das jetzt vorstellt. Wie die Alpha-Variante war ja auch schon ansteckend. Da hat man ja auch gesagt, das ist wirklich eine ansteckende Variante. Mhm. Aber im Vergleich zur Alpha-Variante atmet ein Infizierter 1000-mal so viel Virus aus. Vor ein paar Monaten hätte das niemand für möglich gehalten, dass es solche Sprünge gibt. Also so an der, das ist ja nicht das Fünffache, nicht das Zehnfache, das Tausendfache. Das heißt, übersetzt bedeutet das für Leverkusen, aber auch für ganz Deutschland, in 1,5 Jahren wird es nur noch 2 Gruppen von Menschen geben. Geimpfte und hoffentlich Genesene, aber auf jeden Fall infiziert. Aber Moment mal, wie groß ist jetzt Ihr Risiko? Sie sind kreuzgeimpft, sich mit der Delta-Variante anzustecken. Ja, im Moment, also wenn ich in Leverkusen, es kommt darauf an, wo ich mich aufhalte in dem Sinne. Also wenn ich mich jetzt in Leverkusen in Innenräumen aufhalten würde, wo auch viele Leute sind, die noch nicht getestet sind, dann wäre mein Risiko natürlich hoch. Weil also beim ersten habe ich noch Glück. Dann am zweiten Abend, wo ich Bier trinke, wird es schon ein bisschen kritischer. Dann kommt mir noch jemand, der die
Delta-Variante gerade hat mit der hohen Viruslast, dann erwischt es mich. Aber wie ansteckend wären Sie dann? Also jetzt ich wäre so ansteckend, als wenn ich nicht geimpft wäre. Also die Delta-Variante, das war ja eben so, also es sind neue Fakten in dem Sinne, das müssen wir politisch viel besser rüberbringen. Derjenige, der geimpft ist und sich angesteckt hat, der ist leider so ansteckend wie der Ungeimpfte, der sich angesteckt hat. Somit, ich habe nur ein viel geringeres Risiko, dass ich mich anstecke. Aber wenn ich angesteckt bin, dann wären Sie jetzt schon hier im Risiko. Ja, aber dann, ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum dann überhaupt zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften ein Unterschied einfach, also gemacht der, wird. Weil, ganz einfach, weil das Risiko, mein Risiko, also als Geimpfter mich anzustecken, ist minimal im Vergleich zu dem Ungeimpften. Die Ungeimpften werden sich ja, und das möchte ich betonen, von dem, was wir jetzt wissen, werden die Ungeimpften sich in den nächsten anderthalb Jahren, einschließlich unserer Kinder, alle anstecken. Und die Geimpften werden aber seltener oder nicht so schwer krank? Genau, das ist der und so drum also dann wird es am Ende drum dann versuchen doch eine wir schwere Erkältung? Drum versuchen wir eben so viele rüber zu schaufeln aus dem Lager der Ungeimpften in das Lager der Geimpften. Da gab es einen Vorschlag, machen Sie die Impfpflicht. Weil die Krankheit dann so viel, also wenn ich mich jetzt infiziere, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwer erkranke, die wäre gering. Ich wäre zwar sehr ansteckend für eine Zeit lang, aber ich würde nicht schwer erkranken. Aber wenn ich dann auch geimpft bin, dann werde ich auch nicht schwer erkranken. Genau. Trotzdem, wenn es so ist, wie Sie sagen, dann versteht man doch nicht, warum die Politik gerade zögert. Also der Vorschlag ist auf dem Tisch. Gehen Sie in den Bundestag, machen Sie eine Abstimmung über eine Impfpflicht, die es bei anderen Krankheiten ja selbstverständlich gibt. Ja, eine Impfpflicht kann ich nur begründen, wenn es also, ich sage mal, überragende Gründe gibt. Das war gerade keiner, den Sie geschildert haben. Nein, das war kein, also derjenige, der jetzt quasi ungeimpft bleiben will, solange der bereit ist, sich ständig testen zu lassen, wenn er andere sonst gefährdet, kann ich ihm das Recht nicht nehmen. Gut, dann zeige ich ein paar Bilder von einem Versuch. Das sind jetzt Getestete, die in, ich glaube, das war Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein. Da probieren die einfach normales Leben unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, aus. Das hat es jetzt auch am Wochenende in Berlin gegeben. Das sind lauter getestete, geimpfte oder genesene Menschen, die werden wissenschaftlich begleitet, sieht man sofort. Das ist ein wissenschaftlicher Versuch hier. Und danach guckt man, was passiert ist. Würden Sie da reingehen als doppelt Geimpfter und mittanzen? Als doppelt Geimpfter würde ich das wahrscheinlich also knapp riskieren, wenn ich nicht gefilmt würde. Aber ich will etwas Positives sagen. Ja, okay. Ich will etwas Positives sagen. Bitte. Also was sich gezeigt hat, was am Anfang auch nicht klar war, also wie gesagt, die Delta-Variante so unfassbar ansteckend und für die Ungeimpften auch schwerere Krankheitsverläufe, alles schlecht. Aber was sich gezeigt hat auf der positiven Seite, wo ich selbst auch, also sagen wir es falsch angeschätzt hatte und auch andere, die Schnelltests erkennen die Delta-Variante sehr zuverlässig. Mhm. Zuerst haben wir gedacht, ich auch, dass wir bei der Delta-Variante den PCR-Test benötigen, um Sicherheit darzustellen. Dann wäre so etwas überhaupt nicht machbar gewesen. Jetzt stellt sich aber heraus, dass der Schnelltest aus Gründen, also die man jetzt auch sogar gut versteht, der Schnelltest also entdeckt die Delta-Variante sehr zuverlässig. Das war die Grundlage für den Beschluss gestern. Das Interessante ist, also weil Sie gerade dabei sind, Sie sagen gerade, da haben Sie sich geirrt, tatsächlich haben Sie gestern noch bei NCV gesagt, der PCR-Test ist besser als ein Schnelltest bei solchen großen Veranstaltungen. Heute Morgen haben Sie getwittert, im Gegensatz zu meiner früheren Überzeugung, erweist sich der Antigen-Schnelltest als zuverlässig bei der Delta. Was ist denn da in der Nacht passiert? Naja, man liest ja ständig Studien. Die Studien sind ja zum Teil im Widerspruch. Ja, aber dann dürfen Sie doch nicht einfach an einem Tag die eine... Wenn die Wissenschaft im Fluss ist, dann muss man das, wir Wissenschaftler müssen den jeweiligen Stand der Wissenschaft beschreiben. Aber müssen Sie da nicht so eine kleine Warnung hin? Also diese Angaben sind alle, bei jeder. Zunächst einmal, es gibt nicht viele Dinge, wo ich mich so dramatisch korrigieren musste. Und es ist auch immer noch nicht ganz so falsch, weil natürlich ist der PCR-Test noch genauer als der Antigen-Test. Aber die Frage ist doch die, ob wir für diese großen Veranstaltungen oder die Restaurants und so weiter und so fort oder größere Restaurants, ob wir den PCR-Test benötigen oder ob wir das mit einem Antigen-Test
schaffen. Und da sind die neueren Studien sehr eindeutig, die haben gezeigt, dass also tatsächlich also der Antigentest tatsächlich die Delta-Variante sehr früh erkennt und auch sehr zuverlässig erkennt. Das hatten Christian Drosten und ich also eine Zeit lang anders gesehen. Und jetzt ist die Studienlage besser. Wieso soll ich das nicht mitteilen? Da ganz kurz Klammer auf und Klammer zu. Da müsste man doch eigentlich die Teststrategie, die permanent testet, auch übrigens die schon Geimpften, doch beibehalten. Ja, aber das läuft aus. Und am Ende sollen dann ab Oktober dann die Menschen, die nicht geimpft, dafür zahlen. Das macht doch dann gar keinen Sinn. Nein, zunächst ist es ja umgekehrt. Also die Teststrategie macht dort Sinn, wo das Risiko, dass jemand also an Delta erkrankt ist oder infiziert ist, hoch ist, bei den Ungeimpften. Daher ist, aber wenn Sie mir doch sagen, dass Sie auch als Infizierter... Aber ich bin doch sehr viel... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere, ist doch so viel geringer. Okay. Und weil die Wahrscheinlichkeit so viel geringer ist, ich kann doch nicht die Geimpften also testen, um da hier und da also sporadisch mal einen Infizierten finden. Ich muss da schauen, wo das Volumen ist. Okay. Und das Volumen ist bei den Ungeimpften. Und bei den Ungeimpften gab es zwei, also sagen wir mal, Thesen, die gegenüberstanden. Und zwar, ob man, sagen wir mal, für kleine Räume den Antigentest nutzt und für größere Räume, so etwas wie wir hier gesehen haben, sogar den teuren PCR einsetzen muss. Oder ob für größere Räume auch der Antigentest reicht. Und das hat sich aber, also das ist so. Gut, das habe ich verstanden. Ich würde gerne im Moment bei dem bleiben, was Sie gerade gesagt haben, nämlich auch ich irre mich manchmal. Sie sind die Stimme dieser Pandemie. Es fällt schon ins Gewicht, wenn Sie sich korrigieren, weil die Menschen einfach ihnen zuhören und möglicherweise denken, wenn er das heute sagt, dann wird das schon so sein. Es gibt einen zweiten Fall, über den ich gerne reden würde. Sie haben bei Maybrit Illner im April gesagt, in einem Moment, das Durchschnittsalter auf der Intensivstation ist im Moment bei 47 Jahren. Da mussten Sie später dann zugeben, das war eine glatte Fehleinschätzung. Wie oft, Herr Lauterbach, passiert Ihnen das? Also statistisch gesehen nicht allzu oft. Ich äußere mich ja zu vielen Studien. Und auch statistisch heißt bei 100 Auftritten? Also selten, würde ich sagen. Und das habe ich auch dann dargestellt. Das ist nicht komisch. Ich versuche auch nicht komisch zu sein. Mhm. Aber also bei dieser Gelegenheit, also wo Sie gerade angesprochen hatten, es gab damals keine Statistik zum Durchschnittsalter der also Intensivpatienten mit Covid in Deutschland. Und da hatte ich jemand vom DIVI-Register gefragt. Und er hatte mir im persönlichen Gespräch eine Einschätzung gegeben, 48 Jahre. Und die hatte ich auch weitergegeben. Später sind die Daten dann auch erhoben worden. Aber es ist so, wenn man... Aber muss man dann nicht, bevor man etwas nicht ganz genau weiß, erstmal gar nichts sagen? Ja, wenn ich gefragt werde, wie alt sind die Leute? Und die Menschen waren ja auch deutlich jünger geworden. Weiß ich nicht. Aber lassen Sie mich da die Gegenfrage stellen. Das ist wichtig, wirklich. Ja, Sie stellen es so dar, als wenn ich es nicht als wichtig erkennen würde. Ich erkenne es aber als wichtig. Aber lassen Sie mich eine Gegenfrage stellen. Also stellte sich dann ja heraus, dass das Alter also etwas höher war. Es waren nicht die 48 Jahre, aber das Alter war deutlich gesunken. Und ist jetzt mit der Delta-Variante, also wird es noch einmal sinken. Tatsächlich, also wenn es jetzt, sagen wir mal, einen Unterschied von 10 Jahren gegeben hätte, wäre es so dramatisch gewesen, ob beispielsweise 60-Jährige sterben oder also 48-Jährige? Ich glaube, es macht einen Unterschied tatsächlich. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt, dass jeder, der sozusagen dann 47 ist, sich gemein fühlt und Angst bekommt und offensichtlich keine Angst haben muss, weil es dann doch im Durchschnitt höher ist. Das ist ja ein großer, wichtiger Punkt. Sie sind deshalb so wichtig, weil Sie eben sowohl Politiker sind als auch Epidemiologe. Ja. Wenn Sie sich irren, fällt das wirklich ins Gewicht. Das war Ängste. 1% aller Kinder erkranken so schwer an Covid, dass sie im Krankenhaus landen. Das ist etwas, was Sie auch gesagt haben. Und wo Sie danach auch gesagt haben, nee, da habe ich eine schottische Studie gesehen und danach kam dann noch mal eine Verbesserung. Aber bis Sie das klarstellen, habe ich natürlich als Mutter Angst, oh Gott, 1% der Kinder erkrankt schwer an Covid. Ja, das ist also zunächst einmal, ich kommentiere und ordne ein Studien, die ich für relevant halte. Und wenn eine Studie also entweder nicht haltbar ist oder die Datenlage wird besser, man hat neue Daten in dem Sinne, dann verändere ich das sehr schnell aber und mache dahin, das auch kenntlich. Ja, bis dahin hat man Angst. Also das geht ja in beide Richtungen in dem Sinne. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich ungefähr also Folgendes von mir selbst sagen kann. Ich lese sehr viele Studien und versuche die Studien so einzuordnen, dass ich sie ohne eine, sage ich mal, verborgene Agenda darstelle. Wenn also jetzt zum Beispiel die Situation sich verbessert, Sie haben gerade das Beispiel von der schottischen Kinderstudie gebracht, dann schreibe ich sofort,
die Lage ist besser als gedacht, weil. Aber Sie verstehen mein Problem damit. Also ganz kurz, kann es sein, dass Sie manchmal zu wenig Abstand haben dann doch zum Thema oder zu viele Studien lesen oder einfach mal zu nah dran sind und zu schnell auch manchmal twittern? Also in der Regel ist es so, dass ich mir genau überlege, was ich twittere, dass ich viele Studien lese und dann eine, die das Thema aus meiner Sicht besonders gut darstellt, dann erkläre, weil ich auf Twitter nicht hingehen kann. Ich lese 10 Studien zur Frage, was wir eben besprochen haben, wie gefährlich ist die Delta-Variante. Da bespreche ich dann eine Studie, von der ich glaube, dass sie das relativ gut beschreibt. Okay. Und ich nehme die heraus, die, sagen wir mal, zum einen gut erklärbar ist und zum zweiten, sagen wir mal, in der Mitte der also Wurfscheibe ist. Okay. Und wenn ich aber 10 Studien jetzt erklären würde, dann hätte ich viel zu tun. Das kann auch niemand lesen. Das ist richtig. Aber es bleibt dabei, dass eben, ich halte es einfach fest, nicht alles, was Sie an einem Tag sagen, ist tatsächlich in Stein gemeißelt. Es kann sich noch mal ändern. Das Ganz bringt klar. mich zu Großbritannien. Das hatten wir gerade auch als Thema. Tatsächlich haben Sie auch eben gewarnt, einen Tag bevor, am 19. Juli, alles aufging, haben Sie auch einen britischen Epidemiologen zitiert und haben dann geschrieben auf Twitter, die Öffnung ab morgen wird in den in Großbritannien in der Spitze 100.000 Infektionen pro Tag bringen, in der Summe 500.000 Fälle von Long-Covid. Wir haben eine Grafik, die jetzt mal den Kurvenverlauf dann zeigt. Man sieht sozusagen erste Welle, zweite Welle, dann geht's runter. Dann im Juni, das ist die Zeit der Europameisterschaft, geht's wirklich rapide hoch. Das ist eben zwischen 9.6., 11.7. war die Europameisterschaft. Am 19.7. ist unser Balken. Das ist sozusagen der Tag, an dem alles aufgeht. Dann geht tatsächlich die Kurve noch ein Stückchen höher und dann fällt sie steil ab. Im Moment steigt sie wieder ganz leicht, aber sie fällt erstmal steil ab. Ja. Was ist da passiert? Warum haben Sie sich da geirrt? Es ist nicht 100.000 pro Tag. Ich muss dazu sagen, also, dass es hier nicht also als Mantra jetzt vorkommt, weshalb ich mich geirrt habe. Das war ja die Einschätzung führender, also nicht eines Epidemiologen, sondern führender englische Epidemiologen. Sie haben sie geteilt, also hat man gedacht, Sie sind auch der Meinung. Ich habe mitgeteilt. Und Sie haben dazu noch geschrieben, das wird ein Stresstest für das Gesundheitssystem. Genau, so ist es ja auch gewesen. Aber also, man darf es auch nicht lächerlich machen, weil zunächst einmal sind die Fälle weiter hochgegangen. Führende Epidemiologen, zum Beispiel die also Boris Johnson beraten aus dem SAGE, also Konsortium, Adam Kucharski und was andere. Was ist da jetzt genau passiert? Warum ist die Kurve runtergegangen? Ich erkläre es nur. Also waren dieser Meinung, das wird weiter ansteigen. Und genau diese, also Epidemiologen haben dann danach also als Konsortium sich darüber Gedanken gemacht, was ist da passiert, was ist da passiert? Wieso ist es runtergegangen. Zuerst einmal, der Anstieg, der da war, hatte offensichtlich auch mit der Europameisterschaft zu tun. Das war dadurch zu erkennen, in England sind typischerweise mehr Frauen infiziert gewesen als Männer. Und da waren es Männer. Genau, bei der Europameisterschaft sind es erstmal viele Männer gewesen. Die Männer sind quasi vorbeigezogen. Ja. Und als die Europameisterschaft dann zu Ende war, ist der Männeranteil wieder zurückgegangen. Und also, also wir haben einen Anstieg durch die Europameisterschaft und als die Europameisterschaft... Aber es war nicht der einzige Grund. Es war nicht der einzige Grund. Was also das Entscheidende gewesen ist, was man bei diesen also Verläufen immer hat und auch bei der Zacke, die man davor hat, bei der zweiten britischen Welle, wenn also die Situation sich massiv zuspitzt, also wenn die Fallzahlen dramatisch steigen und die Medien und die Epidemiologen und die Wissenschaftler sagen, das ist jetzt so gefährlich, wir laufen auf eine unbeherrschbare Situation hin. Dann werden die Menschen vorsichtiger und dann gehen die Fälle, dann geht die Fahrzeuge runter. Jetzt verstehe ich das, was Sie machen. Sie warnen uns alle, damit wir Angst kriegen. Nein, und das machen wir nicht. Also wir sind ehrlich. Also gut. Die Fallzahlen stiegen. Es gab dann gute Gründe dafür. Es ist gut ausgewertet worden. Aber tatsächlich konnte, also wenn tatsächlich auf der Grundlage dessen, wenn man fair beschreibt, was jetzt gerade los ist, dann werden die Menschen vorsichtiger. Okay. Und die Schule hat noch nicht begonnen, von daher sind dann die Fallzahlen runtergegangen. Und das ist bei Covid halt so, was exponentiell steigt, fällt auch exponentiell ab. Geben Sie mir doch mal eine realistische Einschätzung von unserem Herbst und Winter. Eine, die mir keine Angst macht, uns allen nicht und uns trotzdem vorsichtig sein lässt. Also ich glaube tatsächlich, dass die Beschlüsse, die jetzt getroffen worden sind, dass es gute Beschlüsse sind und dass wir durch diese Kombination
Testen der Ungeimpften und Weiterführen der Impfkampagne, dass wir also diese dramatisch hohen Zahlen, die also zum Beispiel auch vom Robert-Koch-Institut vorgetragen worden sind, dass wir die nicht bekommen. Ich bin diesbezüglich etwas optimistischer. Ich glaube auch, dass wir davon profitieren werden, dass die Menschen in Deutschland sich sehr für die Delta-Variante interessieren und vorsichtig sein werden. Mhm. Daher werden wir deutliche Anstiege noch einmal bekommen. Aber es wird nicht also so sein, dass wir einen Lockdown für alle noch mal benötigen. Es kann aber sein, dass es tatsächlich so übel wird, dass wir vom Testen für die Ungeimpften übergehen müssen zu dem, was als sozusagen 2G-Regel also genannt wird, dass wir dann für bestimmte also Anlässe, bestimmte Innenraumverhältnisse tatsächlich also die Ungeimpften nicht mehr zulassen können. Das könnte als, sagen wir, Notlösung notwendig werden. Ich mache hier mal einen Punkt. Danke fürs Kommen heute, Herr Lauterbach.